3 Jahre später habe ich die erste Version von diesem Auto gekauft. Wir switchen einmal rüber. Aber super clean, muss ich sagen. Keine Kabeln. Wir schauen einmal, gell? Wir werden da draufhalten. Genau. So, also heute zu uns, bei mir fängt schon wieder, bei mir bin ich nämlich schon marot, nämlich jetzt mittlerweile warum im Kopf. Wohl? Warum wohl, ja? Also heute bei uns zu Gast, Clemens Kauderer. Wir kommen ja gerade von der Track drüben. Direkt nämlich. Direkt, ja. Also von Track direkt daher. Das reimt sich sogar. Das ist ja richtig gleich. Nicht. Geil, ja. Super, ja. Vor allem, das Ding ist noch warm und ja, es hängt noch der leichte Ethanolgeruch in der Luft. Also ich mag das. Es ist richtig fein, gell? Herrlich. Ah, das ist wirklich ein Traum, ja. Super, gell? Ja, Clemens, vielleicht bevor wir mal zum Auto überswitchen, magst du ein paar Worte über dich verlieren? Ja, für dich immer gerne. Immer gerne, wunderbar. Wie gesagt, immer gerne. Ja, was kann ich dir dazu sagen? Wie hast du denn angefangen eigentlich? Das ist eine lustige Geschichte. Ich habe vor ungefähr 12 Jahren einen Nissan 350Z gehabt. Und das Auto hat mir gut gefallen. Ich bin ein bisschen auf den Bergstraßen gefahren und Querfahren hat mir auch immer schon Spaß gemacht, aber das war damals nicht so richtig, es hat noch keine Möglichkeit gegeben, dass du es irgendwo lernst. Bei einer Tankstelle im Regen, du bleibst stehen, wenn man was zum Trinken kauft und eine 30 packt neben mir so ein und nie. Komplett quer am Rutsch. Komplett quer, wo geil, packt ja. ein, der steigt aus, sagt grüß dich und holt sich auch was in den so daneben stand. Ja. Dann kommt er zurück, sage ich, du, woher kannst du das, wo hast du das gelernt? Sagt, ja, wir fahren bei der österreichischen Drift Challenge mit, wir bauen gerade ein Auto, aber weißt du, komm gleich mit in unsere Werkstatt, wir zeigen es. Und so hat dann eins das andere ergeben und 3 Jahre später habe ich die erste Version von diesem Auto gebaut. Wir switchen einmal rüber. Es ist absolut geil geworden. Also bist du jetzt gerade fertig worden mit dem neuen Verbau? Gestern ist die vordere Stoßstange aus der Form rauskommen, ganz in der Früh. Das ist wirklich auf den letzten Drücker, wie man so schön sagt, fertig geworden. Geil. Vor allem die hinteren Einlässe. Das ist, ja, das schaut richtig brutal aus, gell? Wie vielleicht der eine oder andere kennt von HGK den Eurofighter. Und ist ein Begriff, ja. Eurofighter, HGK, mittlerweile im Driftsport. Manche kennen ihn. Ja. Und die Lufteinlässe, sagen wir, sind davon inspiriert worden. Okay. Nennen wir es so. Und die vorderen Flügel, das war aus teilweise einer Not geboren, weil das Auto einfach so irrsinnig breit geworden ist auf der Vorderachse, haben die Flügel eben nicht angepasst, sondern neu angefertigt werden müssen. Okay. Und der Christopher Böhm von BC Drift hat das wirklich großartig gemacht. Also die Jungs haben da wirklich ganze Arbeit geleistet. Das ist ja erst ein kompletter Bodykit von einem Auto. Und absolut Spitzenklasse. Ist wirklich gelungen. Du hast mir ja gestern schon verraten, also wie viel wiegt das jetzt im Endeffekt? 1070 Kilo mit einem vollen Tank ohne Fahrer. Ach, das ist halt schon, das ist einmal eine Ansage, gell? Ja. Ja, schon. Und also ein Eurofighter ist ungefähr 300 Kilo schwerer. Und gerade im Driftsport, man merkt es immer wieder, das Gewicht wurde ja lange Zeit vernachlässigt, ja, aber absolut. Du merkst halt, dass die Profifahrer auch immer mehr aufs Gewicht schauen, in Richtung Leichtbau gehen, das heißt Aluminium, Titan. Carbon, Titan. Es wird halt ja richtig teurer, der Sport, ja, das wird jetzt aber richtig. Du brauchst das, gell? Ja, es ist, das Gewicht, du merkst, kannst das. Du nicht wegdiskutieren, weil wenn die Kurve kommt und du musst bremsen, helfen dir auch 1000 PS nichts. Weniger Gewicht braucht kürzer, um es abzubremsen. Es ist so einfach, gell? Absolut. Du bist schneller beim Wegbeschleunigen, du bist schneller in der Transition, weil du einfach weniger Masse bewegen musst. Es ist ja oft einmal, ich merke es auch selber, wenn ich in E36 fahre und dann wieder in Skyline einsteige, dass ja der lange Radstand und vor allem dieses schwere Gewicht, was du herumschleppst, ne? Das ist halt die Trägheit, die das Ganze aufbaut, gell? Und diese, wie du eben sagst, diese Mischung aus langem Radstand und deutlich mehr Gewicht, als es fühlt sich ein bisschen übertrieben gesagt fast an, wie wenn man in einem Panzer fährt. Es ist behäbig, es liegt zwar sehr satt, aber es braucht halt auch lang, bis es beschleunigt und auch natürlich wieder, bis es langsamer wird, bis es abbremst. Und da merkt man halt wenig Gewicht. Also ich mache das jetzt schon eine Zeit lang und ich bin von dem Auto wirklich geflasht. Auf gut österreichisches Hau dann die Sicherung, wenn man dann den herrlich, ja. So soll es ja sein, ne? Im Endeffekt. Unglaublich, es ist wirklich unglaublich, gell? Ich muss sagen, es fängt jetzt schon wieder da fehlen die Worte. Es ist wirklich irre und den Motor, der da drin ist, den habe ich schon länger. Also ich glaube, wir sollten vielleicht auch vielleicht mal... Sollten wir mal aufmachen, oder? Machen wir einfach auf, gell? So, ich werde mit der linken Hand weiter draufhalten und filmen. Warte, ich
Haube. Warte mal, soll ich da? Ja, warte mal. Das mal ja. Ja, voll, super. Passt, perfekt. Also die Haube ist so leicht, die kann ein Mann alleine wegheben. Super. Dieses Teil von hier. Ja. Bis hier, hier ist die Trennung, wiegt 300 Gramm. Und die Heckstoßstange selber, die ist wirklich fast original abgeformt worden. Also dieses gesamte Teil bis hierher wiegt 1,1 Kilo. Zum Vergleich, das gleiche Teil aus Glasfaser wiegt über 7 Kilo. Also okay. Wie gesagt, alle Teile, die in diesem Muster hier sind, die aus Carbon und Kevlar sind, wiegen zusammen 7,8 Kilo. Geil. Also das ist schon beeindruckend, dass fast der gesamte Verbau von einem Auto ungefähr so viel wiegt wie ein schwerer Blechkotflügel von einem Auto. Mhm. Also das ist unglaublich. Und? Super flexibel. Genau, das also braucht man im Driftsport, weil genau. Da gibt es manchmal Feindkontakt. Driftsport ist ja ein Verschleißsport und ich glaube oft einmal verschleißen die Kotflügel mehr wie Bremsbeläge, kann man so sagen. Ich hätte gesagt, das ist absolut so. Reifen und dann kommen eigentlich die Heckstoßstangen und dann gleich die Seiten. Das ist ein absolutes Verschleißteil bei solchen Autos. Der beste Freund natürlich irgendwo Gafferband oder der Kabelbinder. Ne? Ja, und dann das einfach drüber bicken. Lebensreiter. Absolut, das ja. Das wissen alle Drifter. Ja, geil, ja. Wenn ich etwas zeigen darf, das ist sehr nett gemacht. Gell? Das ist ein simpler Schnellverschluss, den man da sieht. Wenn man jetzt dann hinten hineinschaut. Okay. Ist, oh ja. Wie gesagt, kühler ist bei den heutigen Driftautos eigentlich immer im Heck. Das hat zwei Gründe. Einerseits ist es die Gewichtsverteilung. Man möchte mehr Gewicht über die Hinterachse bekommen, weil da kommt der Grip her. Man braucht das Gewicht, dass absolut, das Auto ja. Hinten niederdrückt. Und das Zweite ist, es ist aus dem Gefahrenbereich ja. Draußen. Weil wenn der Kühler einmal zusammengedrückt ist, hat man meistens eh schon ein anderes Problem, weil dann irgendwas mindestens bis daher ins Auto hinein. Das ist richtig. Ja. Das ist natürlich auch der Grund, warum wir jetzt uns entschlossen haben, den Kühler nach hinten zu bauen. Natürlich, wie es der Clemens gesagt hat, bei einem Crash, wenn du vorne einen Reifenstapel schnupfst, also so, ich sage mal, ein Viererpack, ja, Reifenstapeln, das schiebst du mit dem Auto weg, der fliegt weg, dass du glaubst, das gibt's gar nicht. Und wenn du dort stehst und den auf diese Position zurückziehen möchtest, keine Chance alleine. Ne? Also das hat wie viel, 100 Kilo oder was? Ja, gute 100 Kilo. Und diese 100 Kilo verformen da halt deine Front dann dementsprechend. Komplett, ne? Also besser, kühler nach hinten gebaut. Und vor allem auch, sage ich immer, du hast Platz im Motorraum. Wir schauen dann eh noch einmal nach vorne, dass du einfach schrauben kannst. Und da ist auch noch ganz interessant, du hast nämlich auch die richtigen Lüfter. Das sind nämlich auch die, was 25 Ampere, nämlich wahrscheinlich einer zieht. Genau. So erkennt man nämlich sofort, dass nämlich die Höhe vom Lüfter ganz eine andere ist. Aber da gibt es einmal eine eigene Folge dazu. Das nennt man Pressung beim Ventilator. Da gibt es natürlich auch Höhen, die wesentlich geringer sind. Und da werden wir aber in einem späteren Zeitpunkt einmal näher darauf eingehen, was eine Pressung bedeutet und was die Kennlinie von einem Lüfter ist. Und das ist nämlich ganz spannend dann. Absolut. Wenn man ein Auto baut, sollte man das nicht außer Acht lassen. Überhaupt nicht. Damit steht und fällt ein gutes Kühlsystem. Das ist einer von den Gründen, warum ein Kühlsystem nicht funktionieren kann. Ja. Was man ganz gut sieht, ist, wie viel Platz von den, eigentlich sind es so eine Aufhängungsrohre für die Seitenteile und das absolut, Heck, ja. Also das Stangl da. Bis zu den Strukturen, die dann da unterhalb drunter sind, die sich wirklich nicht verformen sollen. Also man hat irrsinnig viel Knautschzone, wenn man mal wirklich irgendwas härter berührt, bevor man wirklich was vom Chassis kaputt macht. Das ist alles Aluminium, nimmt die Energie gut auf und dadurch verbiegt es nicht den Rahmen. Ja. Man muss es zwar neu machen, weil man es nicht gerade ziehen kann, aber besser das neu als das Chassis. Absolut. Wir haben ja dann auch noch da eine neue Idee, einen neuen Einfall dazu. Das werde ich dir dann nochmal kurz zeigen. Aber da möchte ich noch gar nicht spoilern, was wir da vorhaben. Zeige dir nachher. Ich finde es eine geile Idee, ja. Nicht schlecht. Aber wir zeigen es noch nicht. Kommt erst später. Was natürlich auch geil ist, dieser Chimney, den du da hast. Das heißt ja, das möchte ich einmal versuchen, auch in einem Video. Ist nämlich ganz interessant, dass du ja hier den Kühler hast und du hast ja da eine Unterdruckseite. Genau. Und da ist nämlich ganz entscheidend, was mich jetzt noch interessiert zum Beispiel, ja, wäre hier einmal Fäden drauf zu kleben, um zu schauen, in welche Richtung zirkuliert die Luft da drinnen nämlich. Sind deine Lüfter drückend oder saugend? Meine Lüfter sind saugend. Die Grundidee ist, dadurch, dass sie hier oben, wenn das Auto mal in Fahrtrichtung stehen soll. Ja, das ist bei uns immer das Problem. Ja. So ist es. Bildet sich ja, wie gesagt, der Abrisskante. Die Luft zieht hier hin, hier drüber und hier unten bildet sich dadurch ein Unterdruck. Gell? Genau, ja. Das hilft den Ventilatoren, dass sie die kühle Luft dadurch saugen. Aber du hast saugende, ne? Ja. Absolut, das sind saugende, richtig, ja.
Ich würde es gerne mal testen, was passiert, wenn du es umdrehst und dass die Drücken anfangen durch diesen Unterdruck. Wenn du eine Unterabrisskante hast, wird es besser funktionieren. Ich weiß noch nicht, ob sich dieser Unterdruck wirklich entwickeln wird. Auf der Rundstrecke sage ich ja sofort, ja. Aber die Anströmungsverhältnisse ändern sich ja beim Querfahren die ganze Zeit. Aber das ist etwas, das muss man definitiv auch. Das werden wir vielleicht heuer mal auch testen, weil du hast ja auch da, dadurch, dass du da diesen Chimney hast, eine richtig geile kompakte Smokeline, was du bei vielen Autos ja siehst, dass er da eben die Luft ansaugt, auch von den Radhäusern. Und dann hast du da nach hinten so eine Smokeline, die so dicht ist, dass du als Chaser absolut zum Kämpfen hast, weil du fährst nämlich im Finstern. Es wird dunkel im Auto. Du weißt nicht, richtig, wohin. Ja. Ne? Das schaut aus wie Graz in der gesamten Winterzeit. Major Tom an Ground Control, ne? Genau, so ist es. Geil, ja. Na, dann hätte ich einmal gesagt, schauen wir da mal nach vorne in Richtung Motorraum. Vorne ist der Spaß zu Hause, höre ich gerade. Ja? Genau. Das ist absolut richtig. Also wir sehen da einmal, da sollte ja der Kühler eigentlich drinnen stehen. Der ist jetzt hinten, ne? Und das heißt richtig viel Platz. Die ist Menge? Der Motor original so weit hinten oder hast du da hast du den nach hinten gesetzt? Der ist so weit wie möglich nach hinten gesetzt worden. Ah, okay. Und was man auch sieht, ist die, ich hoffe, man sieht es auf der Kamera gut, die Spritzwand, also die Trennung zwischen dem Fahrgastraum absolut, und dem Motorraum, gell? Ist hier nach hinten gesetzt worden, dass man erstens hier mehr Platz zum Arbeiten hat, wenn man mal diese Zeitungen losschauen muss. Und jeden Zentimeter, den man den Motor mehr Richtung Fahrgastraum bringt, verändert man natürlich die Gewichtsbalance zum Positiven. Weil man möchte ja eigentlich auf der Vorderachse und auf der Hinterachse möglichst gleich viel Gewicht haben. Das ist das, wovon jeder Mensch im Rennsport träumt. Absolut, ja. Diese magische 50-50 Gewichtsverhältnis. Mhm. Genau. Und diesen Motor habe ich jetzt schon, wie gesagt, 7 Jahre. Ich habe noch nie im Stich gelassen. Noch nie. Und die Basis davon ist ein, also der Motor heißt Nissan SR20 DET. Das ist die eigentliche Basis. Das findet man in einer Nissan S14. Ich glaube, in Japan auch einen Nissan S13 und das ist per se ein 2 Liter Vierzylinder. Zwei oben liegende Nockenwellen, Turbo geladen. In dem Fall ist es so, das wurde als Block genommen und der Zylinderkopf, das ist eigentlich die Geheimnis an der Kombination, ist von einem gesaugten Nissan, das ist ein Nissan SR20 VE. Okay. Und jetzt habe ich nur in Japan gegeben, in den Primeras. Und die haben einen deutlich besseren Durchsatz und variables Nockenwellengefühl. Ah, ich sehe schon. Ja, okay. Da hat sich Nissan was abgeschaut und das funktioniert natürlich super. Unten hat man ein zahmes Nockenwellenprofil für gutes Ansprechverhalten und im oberen Drehzahl drauf schaltet es um und man hat den Ventilhub und auch die Überschneidung, dass man dementsprechend Leistung fahren kann. Also kannst du eigentlich sagen, es ist ein kurzer EB25. Ja, das kommt ganz gut hin. Es ist ein kurzer EB25. Ja. Genau, ja. Die variable Nockenwellenverstellung habe ich auch noch drinnen, genau aus dem Grund. Du merkst es einfach, wann dieser Schub kommt und auch beim Turbomotor ist es so ein richtiger Hammer. So, jetzt muss ich mal ganz kurz einmal die Hand switchen. Nehmen wir mal die linke Hand, ja, weil ich werde da irgendwann einmal, glaube ich, so einen Tennisarm kriegen. Richtig, aber so Schulter. Ja, so Schulter, ja. Und ansonsten, es gibt viele Goodies bei dem Motor, das wird wahrscheinlich den Rahmen sprengen, aber per se ist es ein 2,3 Liter Motor, das ist eine andere Kurbelwelle für mehr Hub drinnen, gell? Ein größerer Lader und es sind halt die bewegten Teile im Motor dementsprechend verstärkt, dass sie die Leistung aushalten. Ganz klar, ja. Das Auto fährt mit E85, also es ist eine Art von Rennbenzin, also eine Mischung aus Alkohol und Benzin und es hat ungefähr 630 PS und knappe 800 Newtonmeter. Und mit einer jetzt ist die Katze aus dem Sack. Jetzt wollte ich dich nämlich gerade danach fragen. War leider schneller. Sehr gut, ne? Na, passt schon, ja. Okay, ne? Richtig geil aufgebaut, muss man sagen. Ja? Aber ja. Der Lader ist ein, schaut aus wie 30 oder 35, na, 30er, oder? Die bei Borg, das ist so ähnlich. Ah, ist ein Borgwana. Okay, ja, da muss man umschlüsseln quasi. Genau, gell? Das ist so wie die Amerikaner viele Dinge machen. Sie sind immer noch zöllig unterwegs. Es ist da so, eigentlich ist es ein 3076, wenn man es mit, mit einem Garrett-Lader vergleicht, aber sie haben ein bisschen mehr Durchsatz. Mhm. Also, wobei der Lader wird bei dem Motor wirklich auslutscht wie die letzte Zitrone. Also das ist ganz klar. Obenrum kann er den Ladedrucker nicht mehr halten.
was aber nichts macht. Das hat genug Leistung und ein irrsinnig gutes Ansprechverhalten. Fährst du mit Nose auch drauf, oder? Natürlich. Das ist einfach, um dieses Lech unten wegzukriegen. Ne? Ein bisschen einspritzen und dann... Ganz wenig, 35 PS Schuss, das ist der kleinste Schuss, reicht. Macht bei 3500 Touren fast 150 PS. Unsere Autos sind einfach alle Junkies, muss man sagen. Ne? Ja, absolut. Hier unten seht ihr die Solenoide. Das sind nichts anderes als Magnetventile, die einfach auf der einen Seite liegt der volle Druck von der, vom Lauchgas an und das Magnetventil schaltet dann und hier vor der Drosselklappe schäumt dann das Lauchgas ein. Ah ja, da haben wir die Nozzle quasi. Ja. Okay. Und beim hinteren Fenster sieht man die Flasche, ist gut gelöst. Das Fenster kann man nämlich herausnehmen. Ah, das ist aber richtig geil, ja. Ich zeig's euch mal, wenn ihr das wollt. Das ist aber, weil ich habe mir heute schon gedacht, was ist denn das für ein geiles Fenster? So, dann rüttelt man da drüber. So. So. Voilà. Wow. Nossflasche, Zuschauer. Griffbereit, ja. Griffbereit, gell? Weil irgendwie muss man die aus dem Auto wieder rausgehen und das bietet sich einfach an. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Gibt es in fast jedem Motorshop super gute Verschlüsse. Kann man nicht nur für Fenster verwenden. Funktioniert großartig. Die Teile sind immer gleich dabei. Sozusagen der Gegenpart von diesem Verschluss. Die Verschlüsse, ja. Das ist absolut super, wenn man Fenster schnell entfernen muss, weil man halt irgendwas zu warten hat. Also, aber das ist eine geile Lösung. Also die Nose-Bottle da drinnen vor allem zu platzieren, also gewichtstechnisch auch relativ gut. Also ja, genau eigentlich diagonal von dir. So und ja, mit der Scheibe. Also ich finde, das ist eine richtig, richtig geile Lösung. Ja. Hast du Flaschenvorwärmung auch drinnen? Ja, natürlich. Ah, natürlich, okay. Ja. Sieht man hier nicht so gut. Das ist, wenn man, vielleicht sieht man es, wenn man die Tür öffnet, besser. Aber unter diesem, wenn ich darf, schwarzen Band hier ist eine Matte. Die Schalter, wie gesagt, die wärmt die Flasche, weil sie muss einen gewissen Druck haben. Klar, ja. Bei zu wenig wäre der Motor zu fett, weil man kann nur bei einem gewissen Druckbereich sagen, wie viel Sprit ich dazugeben möchte. Mhm. Dann wäre er zu fett, hätte er weniger Leistung. Ganz blöd ist, wenn die Flasche zu viel Druck hat, weil dann kommt zu viel Gas hinein, dann wäre es, wie gesagt, zu mager. Mhm. Und da kann es dann schon sein, dass der Kolben sich selbst erleichtert, also ein Loch dran hat. Ja, ein Loch hat, ja. Also genau. Braucht immer die richtige Menge. Ne? So ist es. Und über einen Drucksensor, über das Steuergerät, ist das wirklich schlau gemacht. Nur wenn der Druck in einem gewissen Bereich ist, funktioniert das noch. Und okay. Sonst nicht, egal ob man es einschaltet oder nicht. Also mit Kindersicherung kann man nichts falsch machen. Ist super, gut gelöst. Ja, absolut, ja. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als nachher an solchen Komponenten zu sparen. Und du verschierst dann eigentlich einen Motor für nichts und wieder nichts. Ja, komplett. Also es wäre nicht das erste Mal, dass Leute zum Beispiel bei einer Nassleitung die Reduzierpille vergessen haben und dann umgerechnet 500 PS Nassschuss hineinlassen. Das macht man aber nur einmal, ganz bestimmt. Ja, das merkt man sich dann, ne? Genau, ja. Da entsteht nämlich ganz schnell ein Riesenvakuum im Geldbörsel. So ist es. Ja, geil, Clemens, ja? Ja. Und ansonsten so richtig sauber gebaut. Wir können noch einmal in den Innenraum reinschneiden, das ist spartanisch wie in jedem Rennauto. Aber super clean, muss ich sagen. Keine Kabeln. Kaum, ja. Oder kaum zumindest. Und du hast ein beflocktes Dashboard. Ja. Wir bist zufrieden damit, weil ich wollte das auch schon nehmen, aber dann habe ich mir gedacht, wegen Staub. Ja, es wird mit der Zeit staubig. Okay. Das, was es natürlich überhaupt nicht sind, fettige Griffelfinger. Also das ist ein Logo, nicht damit draufgreifen, kann man nicht putzen. Eie. Ansonsten ist es sehr robust. Ich habe das auch in einem anderen Auto und das schon ein paar Jahre, macht, wie gesagt, überhaupt keine Probleme. Und der eigentliche Sinn davon ist, dass man keine Spiegelungen hat. Wenn ja, es jetzt das eine glänzende Fläche wäre und die Sonne im richtigen Winkel reinscheint, da hat man die Reflexion direkt auf den Helm oder direkt in die Augen und damit umgeht man dieses Problem komplett. Mhm. Das ist der Grund, warum man diese Sachen beflockt. Und ein netter Nebeneffekt ist, es schaut da ziemlich cool aus. Es schaut sehr gut aus, ja. Alles geil. Und die wenigen Kabel, die du angesprochen hast, das ist halt das Tolle an den Steuergeräten der neuen Generation. Funktioniert alles mit CAN-Bus. Mhm. Man braucht fast keine Kabel mehr. Welches Steuergerät hast du? Das ist die neue Haltech Nexus, die da drin ist. Ah, okay. Ist. Das ist sozusagen ein Steuergerät, sicher und Stromverteilung, Strommanagement in einem. Also man braucht keine Sicherungen und auch keine Relais mehr. Das kann alles dieses eine Gerät. Der Kabelbaum ist leichter zum Bauen und man kann alles über
diese paar Knöpfe bedienen. Das gesamte Auto lässt sich über das bedienen. Also das Keypad quasi. Das Keypad, hast du richtig, ganz genau. Geil. Ja, das ist natürlich das, was wir mit dem V8 auch vorhaben, aber welcher Hersteller das im Endeffekt jetzt werden wird, das ist noch unklar. Da muss man auch sagen, da schenken sich die Hersteller heutzutage wenig. Das bieten ja, wirklich einige an. Und auch diese alteingesessenen Premium-Marken müssen sich mittlerweile warm anziehen, weil es gibt deutlich preiswertere, die dieselbe Performance mittlerweile bieten. Mhm. Das muss man schon sagen. Da muss man wirklich die Kirche im Dorf lassen. Ja, ja absolut. Also, auch wir haben die Erfahrung gemacht, dass man da wirklich recherchiert im Vorfeld einmal und sich überlegt, okay, was gibt mein Geldbörsel her, wohin will ich? Und natürlich bei Steuergeräten ist auch so, du nimmst das ja mit in andere oder in dein neues Auto, falls du mal ein neues baust. Und dann musst du oft dreimal ein Steuergerät kaufen. Die Frage ist, man muss sich am Anfang immer stellen, will ich diesen Sport weiterhin betreiben und vielleicht in Richtung professionell gehen, dann würde ich mir auf jeden Fall gleich mal ein gescheites Steuergerät kaufen und das kann ich ja upgraden im Endeffekt. Absolut, ne? Das ist wirklich, diese Frage sollte man sich ganz, ganz ehrlich selber stellen, wie viel will ich in diesen Sport investieren, jetzt nicht nur finanziell, auch so, sondern auch an Zeit, weil es macht keinen, auf der einen Seite keinen Sinn, ein Auto für internationale Top-Bewerbe zu bauen und man trainiert mit diesem Auto dann unter Anführungszeichen nur auf nassen Track-Days. Es ist einfach nicht notwendig, für ein wenig Spaß zu haben, so viel Geld auszugeben. Absolut. Und umgekehrt wäre es wirklich hinausgeworfenes Geld, immer klar, wie gesagt, ein relativ preiswertes Auto zu bauen, wenn man schon weiß, wo man eigentlich hin möchte. Das macht einfach keinen Sinn. Und was du beim Steuergerät angesprochen hast, ist auf jeden Fall, wenn man die Idee hat, ich möchte das etwas intensiver machen, macht es auf jeden Fall Sinn, ein gutes Steuergerät zu kaufen, weil das nimmt man einfach mit ins nächste Auto. Absolut, das wird nicht schlecht. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also wir haben ja auch die Haldech gehabt und jetzt eben beim V8 aus diversen Gründen haben wir dann gesagt, passt, wir gehen wieder zurück aufs Originalsteuergerät. Es sind dort einfach andere Aspekte. Der V8 hat von serienmäßiger relativ gutes Klopfsensornetz. Ein ausgezeichnetes sogar. Genau, ja, das kriegst du halt aus, sage ich einmal, Third Party. Kriegst du das nicht hin? Vor allem, man muss ja dieses unglaubliche Engineering darf man nicht vergessen. Was ein Steuergerät kann, ist eine Sache. Was ich davon nutze, ist eine ganz andere. Und da steht ein Autokonzern dahinter, wo Ingenieure sich Monate damit beschäftigen, dass das Auto in jeder Lebenslage nicht klopft. Mhm. Das kann kein Tuner auf der Welt machen. Da stimmt das so ab, dass es ziemlich sicher nie klopfen wird. Dort ist es so, die haben in Klimakästen, die Autos reinstellen, alles durchprobiert, das funktioniert. 1 Million Kilometer auf die Motoren rauf und runter gefahren. Genau. Und ohne Stress. Ne? So ist es. Also das war unser Grund auch, warum wir dann gesagt haben, ja passt, wir gehen da in Richtung Originalsteuergerät. Und ja, der Heinz Schenk, ich glaube bei dem hast du... Den kenne ich. Den kennst du, ja genau. Wir kennen ihn eh mittlerweile alle, der V8-Guru. Genau. Und zum Glück bei uns in Österreich, nicht weit weg von Hartberg. Gott sei Dank. Ja. Gott sei Dank, ich muss mal sagen, ja. Und ja, also er hat dann auch unser oder mein Steuergerät noch einmal geflasht und gemappt und angepasst. Und ich war auch zufrieden. Großartig. Absolut, ja. Und das ist auch ist noch ein Punkt, das beste Steuergerät hilft einem nichts, wenn man keinen findet, der es abstimmen kann. Und die meisten Tuner sind auf ein Steuergerät eingeschossen. Absolut, ja. Und dann ist man halt an das gebunden. Etwa das andere das nicht kann, aber die Tuner sagen oft, mit dem kenne ich mich aus, da weiß ich, dass es funktioniert, was anderes greife ich nicht an. Das ist aber ganz ein wichtiger und interessanter Punkt auch für jemanden, der das Auto bauen will oder möchte. Da muss natürlich, wie du sagst, schauen einmal, welcher Tuner ist bei mir in der Nähe. Nicht, dass ich 3 Tage irgendwo hinfahren muss oder jemanden aus England einfliegen lassen muss. Das macht am Anfang überhaupt gar keinen Sinn. Und dann muss ich halt sagen, okay, passt, welches nimmt der? Es ist natürlich immer wie bei iPhone oder wie bei Android. Jeder fühlt sich woanders einfach sattelfester, ne? Und auf das muss ich eingehen. Ist dann auch dran gebunden. Also ich selber habe einen guten Kontakt zu einer Tuning-Firma, die Haldech verkaufen. Das ist auch ein Grund, warum dieses Steuergerät drinnen ist, weil Haldech einen Teil davon gesponsert hat. Mhm. Ich und meine vorigen Driftautos habe ich auch dort abstimmen lassen, war immer sehr zufrieden. Deswegen war das immer so schön auf Neudeutsch ein No-Brainer, dass ich wieder auf die Marke Haldech vertraue. Aber wie gesagt, wenn jetzt einer fragen wird, ist Haldech ein gutes Steuergerät? Ja, es gibt auch andere gute Steuergeräte. Absolut, und mindestens ist es gleich wichtig, dass man jemanden findet, der mit dem Steuergerät X oder Y gut umgehen kann. Das du sagst es. Das ist wirklich auf den Punkt gebracht. Ja, da kann ich eigentlich nur zustimmen und ja. Genau, fällt mir auch nichts mehr. Sehr geil, ja. Ja, richtig geil, Clemens. Warte, ich laufe mal da schnell um die RB-Tools-Hebebühne herum.
Und ja, also ich denke, wir haben da euch auf jeden Fall wieder ein bisschen was erzählen können und wieder Einblicke in andere Motorentechniken und Autos geben können. Und ich würde mal sagen, wenn euch der Content gefällt, lasst uns auf jeden Fall ein Gefällt mir da. Und was natürlich, ich sage es ja immer dazu, der Oberhammer wäre, wenn ihr das Video natürlich teilen würdet. Und in dem Sinne, Sharing is caring. Oh ja, das ist aber ein neuer Spruch, den finde ich aber auch sehr elegant, muss ich sagen. Und in dem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, stay tuned, bis zum nächsten Mal. Natürlich.